Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast, der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Die Podcast-Episode 166 vom Heimatverliebt-Podcast könnte auch unter die Kategorie fallen sagenhafte Schwäbische Alb. Denn es geht heute um ein Ding, um was es einige Sagen gibt. Sie ist der perfekte Begleiter für Wanderungen oder beim Grillen und eigentlich der perfekte Snack für jede Tageszeit. Jedes Kind isst sie gern, sie wird bei jedem Anlass serviert, egal ob bei einem Meeting im Geschäft oder bei einer Vernissage-Eröffnung oder beim Leichenschmaus. Man kann sie pur essen, man kann sie mit Butter essen oder üppig belegt. Und spätestens jetzt sollte jedem klar sein, es geht um die Laugebrezel, schwäbische Laugebrezel. Und ich habe gerade sowas von Hunger bekommen, als ich das gehört habe. Und wenn es bei uns um ein schwäbisches Rezept geht, da kommt die Stimme aus dem Hintergrund, nämlich da haben wir den Kochschwabe wieder mit dabei und darum sagen wir, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo zusammen. Mich freut es auch, dass ich wieder hier sein kann. Ich komme ja aus dem Osten und da ist so das Thema Laugenbrezel eine echte Rarität gewesen in meiner Kindheit. Also ich habe gelesen, hier nimmt man quasi die Brezel vor oder mit oder auch nach der Muttermilch sofort auf, aber bei uns war das schon echt was Besonderes. Wenn ich meine Laugenbrezel gekriegt habe, das war nicht so alltäglich. Dann war der im Westen. Nein, da waren wir nicht im Westen, aber es gab so bestimmte Backstände in großen Einkaufszentren, die hatten die, aber so klassisch beim Bäcker gab es die nicht. Interessant, ja. Also ich kenne sie aus meiner Kindheit in Kaba eingetunkt. Mit oh, herrlich. Habe ich auch von gelesen und habe auch dazu gelesen, der Schwabe muss ja alles in Soße oder in irgendeine Flüssigkeit tunken, aber Frank, seine Reaktion belehrt mich gerade, dass es nicht bei allen Schwaben so ist. Ja, da scheidet sich die Geister. Mit Tunke habe ich es nicht so. Also Kaba ist bei mir heilig. Kaba im Schoppe und Brezel in der Hand. Da kann man ja nicht tunken. Aber so ein Kaba mit so schöne Butterauge oben drauf, so Fettauge. Okay, jetzt vergeht mir der Appetit. Machen wir mal weiter. Machen wir weiter, genau. Man kann so eine Brezel natürlich kaufen oder man kann sie selber machen. Und darum soll es auch heute gehen. Jens, erzähl uns doch mal, was braucht man, um eine Brezel, eine schwäbische Laugenbrezel, selber zu machen? Ja, also zuerst mal habe ich ja eure Story heute schon verfolgt und habe gesehen, dass ihr sie auch schon gemacht habt und die hat richtig gut ausgesehen. Da muss ich jetzt zugeben, ich habe nicht mal ein Rezept auf dem Blog für Laugenbrezel, weil ich eigentlich am liebsten immer Laugenstange und Laugenbrötchen mache. Die sind einfach, also ich finde, die sind beim Laugen nachher ein bisschen handlicher. Und es passt mehr Butter drauf und man kann sie besser eintunken, zumindest die Laugenstangen. Aber heute geht es ja um Laugenbrezel. Und dazu möchte ich einfach das Laugenstange, Laugenbrötchen-Rezept mit euch teilen. Im Endeffekt ist der Teig ja nämlich das Gleiche. Die Teiglinge wiegen auch ziemlich gleich viel. Ja, mal plus minus 5 Gramm hin und her. Aber so vorgehensweise ist eigentlich bei alle gleich. Und ich gehe durch das Laugenstange-Rezept durch und erkläre euch einfach an der Stelle, wo man dann mit der Brezel weitermachen würde, wie ich eine Brezel machen würde, wenn ich sie machen täte. Weil, nachdem ich das bei euch in der Story gesehen habe, dachte ich, oh Mann, da muss ich halt unbedingt noch Brezel machen, damit ich auch davon reden kann, wie man das macht. Weil, ja, ich mache normalerweise Stange. Und siehe da, ich habe keine Lauge mehr gehabt. Aber ich habe sofort welche bestellt. Und sobald ich da ist, mache ich welche. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt gehen wir einfach mal durchs Rezept, damit ihr sie nämlich dann anschließend machen könnt. Ich gehe wie immer durch die Zutaten und anschließend erzähle ich, was man mit den Zutaten so macht. Und das Rezept, was ich jetzt vorstelle, das ist dann für 16 Stück. Für 16 Laugenstange, 16 Laugenbrötchen oder 16 Brezel. Die Teiglinge wiegen nämlich nachher 95 Gramm, wenn man es dann aufteilt. Und die Zutaten sind folgendermaßen. Wir brauchen 500 Gramm Wasser, einen ganzen Würfel Hefe, 20 Gramm Zucker, 1000 Gramm Weizenmehl, ich nehme da Typ 550, 40 Gramm Schweineschmalz oder alternativ Butterschmalz. Butter oder Öl würde ich jetzt nicht nehmen, da bin ich zumindest der Meinung, dass es ja von der Konsistenz, von, ich weiß nicht, von der Geschmeidigkeit oder wie man das auch immer nennen soll, im Teig ganz anders wird.
mit Schweineschmalz ist das einfach am besten. Ist dann aber auch nicht vegetarisch. Wir brauchen 20 Gramm Salz und dann nehme ich 4%ige Lauge. Und zum Backer empfehle ich eine Dauerbackfolie. Warum, komme ich später noch dazu. Und bei der Hefe muss ich sagen, wer mich kennt und meine Rezepte schon verfolgt hat in Richtung Brotbacker, Brötchenbacker und so weiter, der weiß, dass ich eigentlich normalerweise sehr, sehr wenig Hefe nehme und die Teige eher lang gehen lasse, auch im Kühlschrank, in kalter Teigführung über Nacht oder sogar mehrere Tage. Aber in dem Fall von den Lagerstangen oder von dem Lagergebäck allgemein, habe ich für mich herausgefunden, wenn man das mal schnell braucht, dann tut es auch wirklich so ein Teig mit einem ganzen Würfel Hefe auf ein Kilo Mehl und es wird trotzdem wunderbar. Die schmecken dann komischerweise sogar echt wie vom Bäcker. Ich habe auch schon welche gemacht mit Vorteig und so, die sind natürlich noch aromatischer, aber wenn man schnell welche braucht, genau die Zutaten, die ich gerade vorgelesen habe. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Brezel mache oder den Lauge-Gebäckteig. Ich nehme die Hefe, löse sie in dem Wasser auf und gebe den Zucker dazu. Das Ganze verrühre ich mit ein bisschen Mehl und bestäube das Ganze dann mit Mehl, sodass die Oberfläche komplett geschlossen ist von dem Gemisch. Und dieses Gemisch, das lasse ich dann 15 Minuten anspringen, ja, sodass eine Hefemilch mit extrem viel Triebkraft entsteht. Und wenn das soweit ist, sieht man, wenn sich die Mehlhaube richtig anhebt und richtig deutliche Risse bekommt, da sieht man dann halt, dass sich das Volumen von dem Gemisch richtig schön verdoppelt hat, vielleicht sogar verdoppelt. Auf jeden Fall mal ziemlich viel merkwürdig ist, weil eben ja, Gasblase drin entsteht. Und dieses Hefegemisch, das gibt man dann zum restlichen Mehl und knetet das Ganze dann erst einmal 5 Minuten. Erstmal ohne Salz, ohne Schmalz. Anschließend gibt man das Salz und Schmalz dazu und knetet es nochmal 5 Minuten. Und dann gehe ich her und lasse den Teig nicht mal lang gehen, sondern lasse ihn nur kurz entspannen, damit sich das ganze Klebergericht einfach nochmal ein bisschen entspannt. Das kann so zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Und dann wiegt man Teiglinge ab. Wie vorher schon angesprochen, 95 Gramm pro Stück, eben 16 Stück insgesamt. Und dann würde ich normalerweise Stange draus machen. Ja, die Stange, da mache ich so, dass ich die abgewogene Teiglinge erstmal rund schleife. Das mache ich eigentlich bei allen 3 Varianten. Und diese rundgeschliffene, rundgewirkte Brötchenteiglinge, die kann man theoretisch entweder einfach als Brötchen nutzen. Die lässt man dann gehen und laugt sie später. Man kann sie auch zu Stangen verarbeiten. Dazu wähle ich die runde Kugel ganz flach oval aus und rolle sie dann auf. Und diese Stange, die rolle dann noch weiter aus zu Stange. So, das sind die 2 Varianten. Bei der Brezel würde ich jetzt Folgendes machen. Da würde ich die Teiglinge auch nochmal kurz entspannen lassen, nachdem sie rund geschliffen sind, ja, so 10 Minuten ungefähr. Und dann würde ich daraus einen Strang rollen, einen langen Strang, der in der Mitte dicker ist als außen. Und dieser Strang, der sollte nach außen wirklich ganz, ganz, ganz dünn auslaufen. Also ich sag mal, ganz außen dann maximal 5 mm, weil die ja nachher noch aufgehen. Und der ganze Strang, der soll so zwischen 50 und 60 cm Länge haben. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man die Brezel schlingen. Wie man das macht, kann ja nachher Susi noch erklären, weil die hat es halt wunderbar fabriziert. Da war ich richtig begeistert. Und wenn man das gemacht hat, dann stellt man diese fertige Brezel, Lagerstange, Brötchen, wie auch immer, zur Gare. 1 Stunde bei Zimmertemperatur. Und dann sollte man sie, also abgedeckt, und dann sollte man sie noch wieder aufdecken und ein bisschen anhauten lassen. Und das Ganze am besten sogar bei Kälte. Im Winter haben wir den Vorteil, können wir es einfach auf der Balkon stellen, im Sommer oder so, wo es einfach ein bisschen wärmer ist, sollte man es dann im Kühlschrank machen. Und das bewirkt einfach, dass später beim Lauge, wenn man die Teiglinge in die Lauge eintaucht, die einfach aufgrund dessen, dass sie jetzt richtig fest sind durch die Kälte, ja, sich nicht so stark verformen. Das ist jetzt bei Lagerstangen oder Brötchen gar nicht so, oder wäre nicht so schlimm, weil die ja an für sich schon kompakt sind. Bei Lagerbrezeln hat man das Problem, wenn die extrem weich sind, dass man die gar nicht so handeln kann. Und dann kann es passieren, dass diese Haut, die man oben anhauten ließ auf den Teiglingen, dass die dann reißt. Und dann sieht es nachher richtig hässlich aus, weil in die Haut, ja, man hat dann halt Lauge auf der Haut und in den Ritzen, in den ja, Risse, die sich gebildet haben. Und die sieht man dann später auch noch im Backen. Also aufpassen und gut ja, ankühlen lassen.
Und in der Zeit kann man natürlich was anderes machen. Zum Beispiel Lauge vorbereiten. Und die Lauge, da scheidet sich die Geister, ja, ob man jetzt Natron nimmt oder ein Äz-Natron, eine Natronlauge, auch Brezellauge genannt, oder eben einfach der chemische Begriff Natriumhydroxid. Da muss man, wenn man das macht, sehr vorsichtig damit sein. Also da darf man nicht damit spaßen, am besten mit Handschuhen, mit Schutzbrille arbeiten, nichts an Klamotten bringen und so weiter, weil die wirklich richtig ätzt. Und wie man sowas herstellen kann, das können wir nachher noch erklären. Das würde jetzt im Rezept wahrscheinlich zu lang dauern. Wir sind ja jetzt gerade beim Rezept und deshalb mache ich einfach mal weiter. Also wenn die dann angesteift sind und man die Natronlauge oder Lauge vorbereitet hat, dann wiederum taucht man eben die fertige Brezel in der Lauge ein, lässt sie ein paar Sekunden drin schwimmen, dreht sie noch rum, dass überall Lauge drauf ist, und dann setzt man sie auf das Backblech, was man später benutzt. Und da habe ich auch noch einen Tipp, am besten auf eine Dauerbackfolie. Ich habe nämlich auch schon das Problem gehabt bei Backpapier, dass diese Lauge richtige Löcher reinfrisst beim Backen. Da sieht man dann richtig schöne weiße Flecke auf dem Backpapier. Und wenn man da später drankommt, dann zerflattert es gerade so. Da braucht man nicht arg drin. Da reicht ein böser Blick und es fällt alles zusammen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn man so eine nasse, gelaugte Brezel auf so Backpapier legt und die später abzieht, dann zieht man höchstwahrscheinlich sogar das Papier gerade so mit weg und man hat das Problem, dass ja, Reste vom Papier an der Brezel hängen bleibt. Ist mir zumindest schon mal so passiert. Aber ihr kennt mich ja, ich teste alle Fehler für euch, die man so machen kann, und das ist einer davon. Deshalb habe ich mir angewöhnt, Dauerbackfolie zu benutzen. Und wenn man es direkt aufs Blech legt, da muss man aufpassen, da sollte man wiederum bei Natriumhydroxid kein Alu nehmen. Das entwickelt Gase und das Alu zersetzt sich in irgendeiner Art und Weise. Auch keine gute Idee. Von daher, wenn ihr irgendwie so Lochblech habt aus Alu, Finger weg. Wenn Lochblech, wie so ein Profibäcker, muss das irgendeine besondere Beschichtung haben. Ich weiß nicht, ob die emailliert sind oder so, keine Ahnung, aber Finger weg von Alu. Das so als Tipp von mir. Gut, jetzt haben wir die Brezel auf dem Backblech mit Dauerbackfolie und dann können wir die mit Hagelsalz bestreuen oder mit Sesam oder mit anderen Dingen. Ich nehme da dafür Hagelsalz oder auch Siedesalz genannt. Und dann schneidet man sie ganz typisch ein. Und da darf man wirklich nicht zaghaft sein. Da muss man an diesem Bauch, den die Brezel hat, einen richtig schönen, tiefen, beherzten Schnitt machen, dass die nachher noch richtig schön aufgehen können. So wie halt der Brezel aussieht. Was macht denn am besten der Schnitt? Mit einem scharfen Messer oder mit einem weniger scharfen Messer? Also in einem Rasierklingen. Susi hat mich gerade angeguckt wie ein Auto, aber anscheinend ist es keine blöde Frage. Rasierklingen? Du, ja, Rasierklingen am besten. Ja, also Rasierklingen ist, sagen wir mal so, Rasierklinge zu nehmen ist eine gute Idee. Rasierklinge direkt in Hände zu nehmen ist vielleicht wiederum nicht so gut, weil dann berührt man Brezel vielleicht mit den Fingern schon wieder zu arg und verschmiert alles. Da gibt es auch spezielle Bäckermesser, die nennen sich, glaube ich, Lame Boulanger oder so, die man normalerweise für Baguettes nimmt. Und da hat man quasi wie so eine Eisenstange, wo die Rasierklinge so, ja, so halb gebogen drauf gesteckt wird. Vielleicht kennt ihr es. Damit schneidet man Baguette-Ei. Und diese Biegung braucht man, damit man einen ziemlich flachen Schnitt unter der Haut machen kann vom Teig sozusagen. Genau. Bricht es schöner auf, wie wenn man einen tiefen Schnitt macht, der ziemlich tief ist und am Schluss vielleicht einfach nur tief ist, aber nicht mehr schön aufgehen kann. Ja? Könnt ihr es euch vielleicht bildlich vorstellen? Ja. Aber ja, muss vielleicht auch jeder einfach mal ausprobieren, was am besten ist. Ich nehme immer Rasierklinge. Ist günstig, funktioniert gut. Gut, also faktisch, ja. Ein scharfes Messer ist der Gold wert an der Stelle. Ja, genau, weil sonst rupft man auch zu arg. Und das Problem ist, dadurch, dass die Teiglinge Hautzoge haben und man rupft das arg, das Gerupfte, was man da reinrupft, das geht halt nicht mehr zurück. Das sieht nachher auch wieder nicht so toll aus beim Backen. Deshalb, ja, mit einem scharfen Messer macht es einfach einen schönen, glatten Schnitt. Da reißt man nichts und so weiter. Also wir haben sie jetzt eingeschnitten und dann können wir sie auch schon backen. Und da dazu sollte man natürlich vorher schon den Backofen vorheizen. Den heize ich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor.
und gebe quasi in die unterste Schiene ein Backblech mit Wasser, sodass das beim Aufheizen schon ein bisschen verdampfen kann, weil man die Brezel am besten mit Dampf backt. Warum, das erkläre ich gleich. Man kann aber auch den Backofen normal vorheizen und beim Einschießen der Brezel, also wenn man die Brezel in den Backofen tut, sogenannte Schwade erzeugen. Da kann man im Endeffekt eine Spritze aufziehen mit Wasser und gegen die Backofenwand innen drin spritzen, sodass das Wasser, was man da reinspritzt, halt sofort verdampft und dann Dampf erzeugt. Gehen beide Methoden. Fakt ist, man braucht einfach Dampf im Backofen, weil dann hat man einen riesen Vorteil. Die Brezeloberfläche, die trocknet beim Backen dann nicht so schnell aus und die Brezel an sich gehen dann nochmal ein bisschen auf. Das kennt man vielleicht auch vom Brotbacken, wer schon öfters Brotbacken hat. Und dadurch verhindert man einfach, dass die Brezel zu kompakt bleiben, sondern wirklich erstmal kurz noch aufgehen und wenn der Dampf dann verbraucht ist sozusagen, dann erst wirklich die Teiglinge, Brot, wie auch immer, außen hart wird und dann innen fertig gart. So, das ist der ganze Zauber da dahinter. Und wenn wir bei der Backzeit sind, insgesamt backe ich die Brezel 20 Minuten und lasse dann noch 10 Minuten diesen Dampf ab. Das heißt, wenn man mit der Spritze geschwadet hat, einfach Backofentür öffnen, gucke, dass der ganze Dampf raus ist und dann wieder schließen, weiter backe 10 Minuten. Wenn man ein Blech mit Wasser drin hat, muss man natürlich Backofentür aufmachen, Blech raus und Backofentür wieder zu zum Weiterbacken. Es sei denn, das Wasser ist schon komplett verdampft in diesem Blech. Dann muss man natürlich auch nur kurz aufmachen, Dampf raus und wieder zu. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist der ganze Zauber vom Brezelbacken. Bist du ein bisschen abkühlen lassen, dass man nicht keinen Bauchweh kriegt, falls man da zu eifrig beim Probieren ist. Aber sonst wären wir an dieser Stelle fertig. Beste kommt denn noch. Mal ein Stück Butter und der Kaba. Da ist es wieder. Also ich habe jetzt viel gelernt, was ich alles heute nicht richtig gemacht habe und habe jetzt auch noch die ein oder andere Frage an dich. Ja, schieß mal los. Also was ich natürlich nicht gemacht habe, ist sie ordentlich geformt. So. Hätte ich mir eigentlich vorher drüber Gedanken machen können, aber ich habe halt einfach eine dicke Wurst gemacht und habe die geschlungen, so dass dann der Knoten in der Mitte ist und dass die Brezelform entsteht. Aber meine zumindest ersten 6 Brezeln hatten definitiv keine dünnen Ärmchen und einen dicken Bauch, sondern ja, sind einfach dick. Das waren mehr bayerische Vesperbrezler. Genau. Perfekt zum Wandern. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Regionssache, weil die Brezler aus Bayern, die sind durchweg gleich dick oder dünn und haben nicht diesen Bauch. Ja. Ist Geschmackssache, dafür passt mehr Butter drauf. So ist es, da passt auf jeden Fall viel Butter drauf. Kompakt sind sie auch, weil ich es natürlich nicht gedampft habe. Und die Frage, die ich jetzt noch an dich habe, was muss ich tun, damit die außen glänzen? Also ich habe die ja eingetaucht in die Lauge. Was hast du gemacht? Gut, ich habe sie mit der Brezellauge von der Lichtensteinmühle eingepinselt. Möglicherweise auch nicht genug. Du meinst, wenn ich mehr drauf gemacht hätte, wären sie dann glänzend geworden? Möglicherweise. Also durch das Anhauten entsteht ja quasi auf dem Rohrteigling erstmal eine dicke Haut. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob die einen Millimeter dick ist oder ein halber, keine Ahnung. Das ist aber auf jeden Fall mal so, dass an der Stelle die Brezel sehr hart ist. Und dann geht man ja mit der Lauge her und taucht die ganze Brezel in die Lauge ein, lässt sie 10 Sekunden drin. Und währenddessen weicht diese Haut ja wieder auf und nimmt dann auch Lauge auf. Ich denke mal, dass die einfach mehr von dieser Flüssigkeit und von der Lauge aufnimmt, mehr angeätzt wird und dadurch einfach so richtig schlunzig ist. Und dieser Schlunz, der wird nachher glänzend beim Backen. So kann ich mir das erklären. Okay, beim nächsten Mal. Ich habe ja auch schon Laugenbrötchen ein paar Mal gebacken und die habe ich tatsächlich in einem kochenden Natron-Flüssigkeitsgemisch getaucht, weil das natürlich irgendwie auch, wie du schon sagst, das Gefährliche war, als einfach mit dieser Lauge darüber zu pinseln. Und man musste das Wasser erst noch zum Kochen bringen und die dann da reintauchen und halbwegs formschön wieder rausholen. Da war das mit dem Einpinseln schon einfach. Ja, das mit dem normaleren Haushaltsnatron habe ich auch ganz, ganz früher, wo ich das erste Mal versucht habe, sowas selber zu machen, auch probiert. Das kann ich aber nicht vergleichen. Also am besten ist wirklich den richtigen Ätznatron zu verwenden. Und es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, da ranzukommen heutzutage. Das kriegt man ja überall. Ihr habt es ja direkt aus der Mühle geholt. Ich habe es zum Beispiel im Internet bestellt.
Da gibt es verschiedene Varianten, die dann auch selber herzustellen. Es gibt ja auch wiederum verschiedene Varianten, wie man die bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Gebrauchsfertige gekauft habt. Also flüssig aus der Flasche, die schon ihre 4% hat. Das kriegt man, muss ich sagen, ist aber die teuerste Variante. Es gibt auch noch Flüssig-Natronlauge, Brezellauge, die ein bisschen höher konzentriert ist, die man dann wiederum nimmt, um mit Wasser zu verdünnen auf die 4%. Das ist so mittleres Preissegment, sage ich jetzt mal. Und wenn man wirklich sparen möchte, viel braucht, dann holt man sich so Natron-Perle. Das sind wirklich so kleine Kügel. Sieht ein bisschen aus wie Globuli. Und die verdünnt man dann mit Wasser. Und da kostet so ein Kilo mit Versand 20 Euro oder so. Und da kriegt man, glaube ich, was weiß ich, wie viel Liter raus. Also extrem viel. Ich habe mal ausgerechnet, da ist man dann bei 80 Cent pro Liter, pro fertigem Laugenliter. Okay, Gebrauchsfertig, 80 Cent. das ist günstig. Das ist brutal günstig. Aber wie gesagt, es lohnt sich auch wirklich nur, wenn man es echt oft macht, weil man kann halt extrem viel Brezler damit machen. Und man soll es natürlich auch von Kindern fernhalten, also am besten irgendwo wegschließen, ganz, ganz weit weg. Das ist echt, damit ist nicht zu spaßen. Weißt du die dann in warmen oder heißen, kochendem Wasser auf oder in kalten? Die Perle in kaltem, Okay. Und zwar muss man aufpassen, man muss die Perlen im Wasser aufweichen, nicht andersrum. Also nicht die Perle irgendwo reingeben in ein Gefäß und dann Wasser drauf. Das kann gefährlich werden. Warum genau, weiß ich nicht. Ich kann es mir auch so vorstellen, dass das einfach durchs Reinkippen vom Wasser einfach zu hoch konzentriert einen anspritzen kann. Kann ja passieren, weiß nicht. Bei der anderen Variante, wenn man die Perlen ins Wasser gibt, dann wiederum muss man auch darauf achten, dass ein bisschen Bewegung im Wasser ist. Sprich, man sollte erstmal so ein bisschen kreisende Bewegungen im Wasser machen, damit sich das alles bewegt, sodass die Perle nicht zu viel an einer Stelle konzentriert sind, weil die extrem Hitze entwickelt. Bei diesem chemischen Prozess, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall mal eine exotherme Reaktion, wo wirklich richtig dick Hitze entwickelt. Und deshalb sollte man es auch nicht gerade unbedingt im Kunststoffbehältnis anrühren, weil das schmilzen könnte. Und wie vorher schon erwähnt, im Alugefäß halt auf gar keinen Fall verdünnen oder auch aufbewahren. Der Schuss geht nach hinten los. Am besten Edelstahlschüssel. Edelstahlschüssel wäre das echt das Beste. Genau. Übrigens, Hitzeentwicklung und so, da habe ich nur einen kleinen Exkurs. Rohrreiniger kennt der eine oder andere. Sind ja auch solche Perlen, die man in Abfluss kippt. Und dann Wasser drauf und wartet, bis das Rohr reinigt. Ne? So. Ist im Endeffekt das Glitzegleiche. Damit könnte man rein theoretisch eine Brezellauge herstellen. Das Blöde ist nur, die Reinheit ist nicht lebensmitteltauglich. Also bei der Herstellung von diesem Natriumhydroxid, diese Industrielauge, ich denke mal, da wird nicht so stark Gewicht auf diese Reinheit gelegt, dass man es dann später auch ja, theoretisch verspeisen könnte. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ich will da jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich glaube, dran sterben wird man wahrscheinlich nicht, aber trotzdem Finger davon. Das habe ich so gelernt bei der Recherche, nachdem ich nach Brezellauge gesucht habe, weil ich habe damals, als ich meine Lauge nachbestellen wollte, ich wollte sie nämlich schon mal bestellen, deshalb hatte ich ja gerade keine, ich wollte sie schon mal bestellen, habe es nämlich dann doch nicht gemacht, weil damals habe ich einfach nach Natronlauge gesucht und habe nichts gefunden. Heute habe ich nach Brezellauge gesucht und wurde überschüttet mit Suchergebnissen. Also wenn Sie jemanden sucht, unbedingt nach Brezellauge suchen. Das wird er auf jeden Fall fündig. Und damals habe ich halt gelernt, dass man rein theoretisch auch Rohrreiniger nehmen könnte. Ja, hab's dann aber nicht gemacht. Das war mir feigel. Hier gibt Ja, man einfach Tipps fürs Leben und ja. ein bisschen Chemieunterricht noch mit bei, also Ja, alles. das wollte ich einfach mit euch teilen, weil damals, als ich mir da ein bisschen eingelesen habe, bin ich halt tatsächlich drauf gestoßen. Und eins muss ich nur loswerden: Rohrreiniger. Ich habe ja erzählt, dass beim Verdünnen mit Wasser die Lauge extrem Hitze entwickelt. Als ich selber mal ein verstopftes Rohr hatte, hat mein Heizungsbauer gesagt: Lasst Finger vom Rohrreiniger. Da kann so viel passieren. Wenn du dort viel drin hast von diesem Granulat und gibst Wasser drauf, dann kann es sein, dass dein Kunststoffrohr, dein Abflussrohr so heiß wird, dass es dahin schmilzt und dann hast du halt gar keinen Spaß mehr. Also da auch ein bisschen aufpassen. Aber dann fließt es wieder frei. Jo, die Frage ist, wohin? Gut, kommen wir mal zurück aus dem Badezimmer wieder in die Küche. Du hast ja gesagt, du nimmst 500er Mehl, richtig? 55er Weizenmehl, das nehme ich eigentlich sogar für alles. Ich habe
Wirklich, das ist bei mir mittlerweile das Haushaltsmehl. 405er haben wir schon gar nicht mehr. Also 550er ist eigentlich so ein typisches Brötchenmehl oder auch für mediterrane Brotteige, wie so ein Fladenbrot oder sowas. Dafür ist das eigentlich typisch. Aber ich nehme es auch für Kuchen und für alles. Wir nehmen nur noch das. Mein neuestes Haushaltsmehl ist das 812er. Aber ich muss sagen, es wird schon alles sehr fest. Also, da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren, oder? Hast du einen Tipp? Ja gut, du könntest nochmal verdünnen mit einer anderen Mehl, weil das 812er ist ja im Endeffekt fast so eine Halb-Halb-Mischung aus 550er und 1050er, hätte ich jetzt mal gesagt. Die Angabe von der Type, die sage dir nichts anderes als ja, Anteile von Mineralien. Ihr habt es ja bestimmt gelernt bei eurem Rundgang durch die Mühle, was Klar, da drin wir ist. wissen Ja. Bescheid, ja. Und Und dass 812 nahezu die Mitte ist von 550 und 1050, das haben wir im Matheunterricht gelernt. hast du das Chemie schön ausgerechnet? haben wir ja jetzt schon gehabt. Und ja, jetzt ist Mathe dran. Was kommt als nächstes? Deutsch? Als nächstes kommt, wie esse ich die Brezel am liebsten? Hauswirtschaft. Also, wie isst du die Brezel am liebsten, Frank? Ich esse die Brezel am liebsten pur oder mit Butter. Ohne Kaber. Ohne Kaber. Also auch frisch am liebsten, nicht so hart. Also schön frisch gebacken, direkt auf die Hand beim Bäcker. Oder aus dem Ofen. Oder von der Bäckerin, natürlich. Dein Glück. Und du? Ja, auch mit Butter, mit viel Butter. Oder was auch ganz nett schmeckt, ist mit Kalbsleberwurst. Das kann auch was. So ein Laugengebäck mit Kalbsleberwurst. Also ich bin da flexibel. Ich esse sie gern pur, ich esse sie gern mit Butter, aber so mit Frischkäse, Gurke und Lachs habe ich gelesen. Das klingt auch verlockend. Oder halt mit allem anderen, was man sonst so auf dem Brötchen auch drauf macht. Käse oder mit Leberkäse. Oder halt dazu irgendwie, zum Beispiel zur Weißwurst. Oh, jetzt verwechselst du aber das Bundesland. Ja, aber kann man schwäbische Brätzle mit bayerischer Weißwurst. Die gibt es ja bei Vorzwölf. uns frisch in der Metzgerei. Ja. Und wenn man so schöne Laugenbrezel gebacken hat, 16 Stück an der Zahl, und sie nicht zeitgerecht eingefroren hat, sagt man eingefroren, Oder gestern am oder besten. gegessen hat, dann kann es sein, dass diese Brezel auch mal einen Tag da sind und ein bisschen altbacken werden. Was macht man denn dann am besten damit? Ich mache es bei altbackene Sache so, bevor wir jetzt auf ein Rezept eingehen, weil ich glaube, du willst da drauf raus. Aber wenn man das nochmal frisch machen möchte, habe ich einen Tipp. Das mache ich bei Brötchen oder bei Brezeln immer so. Beste nochmal aufbacken. Und zwar nicht trocken, weil sonst wird es ja noch trockener, sondern wirklich kurz unter das Wasser halten. Ein bisschen abtropfen lassen und dann nochmal backen, so bei 120 Grad, 10 Minuten oder so aufwärmen. Dadurch werden die nochmal extrem frisch. Also nicht ganz wie frisch gebacken, aber ernährend so. Auch ein guter Tipp. Also, was es ja auch noch für Möglichkeiten gibt, außer natürlich jetzt dieses Aufbacken wieder, damit man sie wieder fast so frisch verzehren kann, wie sie ursprünglich aus dem Backofen kommen, gibt es natürlich auch nur die Möglichkeit, wenn sie mal so hart sind, dass das dann auch nicht mehr funktioniert, dann kann man hergehen und eine Suppe draus machen. Und zwar ist es beschrieben bei der Elke Knittel im Spätzle und Maultasche und Co. Buch. Und Uns hat es jetzt nicht so sehr angemacht, weil in diesem Rezept steht nämlich, dass man diese Brezel da in der Brühe oder im Wasser, ich glaube in der Brühe, kocht, so lange bis sie auseinandergefallen sind. Und dann gießt man das durch ein Sieb ab, packt ein bisschen Creme fraiche und so ein bisschen, ja, pimpt diese Flüssigkeit noch. Aber am Ende ist es ja aufgeweichte Brezel als Suppe. Ich fand das jetzt nicht ganz so lecker. ich auch nicht, weil ich bin ja kein so ein Tunker. Der Jens mag das vielleicht besser, aber für uns zwei, für Susi und mich, ist besser geeignet auf jeden Fall die Kaspressknödel bzw. die Fasteknödel. Und der einzige Unterschied von den zwei ist eigentlich, dass man in Kaspressknödel kommt natürlich Käse rein, also Bergkäse, so ein richtig guter, herzhafter Käse. Und die sind echt klasse. Da hat meine Mutter ein super Rezept gemacht und da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Genau, das kannst du in der Podcast-Episode 152 nachhören, weil diese Kaspressknödel waren nämlich Bestandteil von unserer Feschbermutschel. Genau. Und die Fasteknödel, die machen wir eigentlich fast genau gleich wie die Kaspressknödel. Die werden auch die Brezler in Milch aufgeweicht und mit Butter, Zwiebeln, Mehl und Kräuter und Ei zum Knödel geformt und dann gekocht.
So habe ich es schon mal gemacht, ja. Das war echt lecker. Und dann so Ricotta dazu. Oh, geil. Am besten zum Frühstück. Logisch. Aber kein Kava dazu, das passt nicht. Aber wo ihr es von der Brezelsuppe hattet, ich habe ja auch schon mal Brotsuppe gemacht. Das ist ja im Endeffekt auch wirklich nur altbackenes Brot in Brühe aufgeweicht, Schnittlauch dazu und so weiter. Das hat man früher schon öfters gemacht. Ich habe da, glaube ich, auch mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben oder zumindest ein paar Sätze zu dem dazugehörigen Rezept, weil meine Oma das früher echt sehr oft gemacht hat von altbackenem Brot. Von daher ist das bei mir so ein bisschen eine Kindheitserinnerung. Aber jetzt die Brezel quasi durch ein Sieb drücke, das musst du mir jetzt erstmal bildlich vorstellen. Gibt man dann das, was oben im Sieb übrig bleibt, nachher wieder in Suppe zurück oder isst man dann nur das, was unten rauskommt? Wisst ihr das? Ich habe so verstanden, dass man nur das isst, was unten rauskommt, und dass man es halt so lange einweicht, dass am Ende oben nichts mehr übrig bleibt. Okay. Ja, gut, aber das ist dann wie so Mehlsuppe mit Ja. Brezelgeschmack. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Also ich kenne es aus Italien noch mit altbackenem Brot oder älterem Brot, könnte man ja auch mit Brezel machen, dass man Salat draus macht. Dass man es in Stücke schneidet und dann halt wie ein Gemüsesalat halt bloß das Brot noch mit dazu. Schön mit Öl. Das stelle ich mir auch mit Brezel gut vor. Wäre auch ein schönes Sommer-Camping-Rezept. Aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt haben wir natürlich noch, wie ich am Anfang angekündigt, die Sage zum Thema, wer hat es erfunden? Weil irgendjemand muss sich ja mal Gedanken drüber gemacht haben und dann diese besagte schwäbische Laugenbrezel erfunden haben. Also Brezel an sich gibt es ja schon ganz lange, aber offensichtlich hier noch nicht. Und die Sage, ja, die hört man in verschiedenen Orten ziemlich ähnlich. Also die alten Ritter hier im Landkreis Esslingen, die erzählen diese Sage sehr ähnlich, aber so am weitesten verbreitet ist die Sage darüber, dass die Brezel in Bad Urach erfunden wurde. Und damals soll ein Bäcker, dessen Name nicht bekannt ist, beim Graf, vermutlich beim Graf Eberhard in Ungnade gefallen sein, weil er wohl sein Mehl mit Kalk gestreckt hat oder weil er irgendwas von irgendwelchen Reisen wusste über den Graf, was er nicht verraten sollte. Also das weiß man auch nicht so genau, warum er in Ungnade gefallen ist. Auf jeden Fall wurde er zum Tode verurteilt. Und er saß dann in Hohen Urach im Kerker und bekam die Aufgabe, einen Kuchen zu backen, durch den dreimal die Sonne scheint. Und damit konnte er wohl seine Hinrichtung vermeiden. Und dann hat er überlegt und überlegt, weil er wollte natürlich nicht hingerichtet werden. Und da soll ihn zum einen seine Frau inspiriert haben, die immer mit verschränkten Armen in der Tür der Backstube stand. Und zum anderen hat er angefangen, aus dem Teig, den er hatte, einfach erstmal eine Schlinge zu formen, weil mit dieser Schlinge sollte er ja dann gehängt werden. Und ja, so formte er diese Schlinge und dann noch mit den verschränkten Armen. Und vermutlich ist dann so die Form der Brezel entstanden. Und siehe da, durch dieses Gebäck fiel dreimal die Sonne. Und jetzt da kommt natürlich noch die Frage, wie kommt die Lauge auf die Brezel? Das weiß man natürlich auch nicht so genau. Vielleicht sind die Teiglinge runtergefallen in einen Eimer mit Lauge, mit dem gerade der Ofen geputzt werden sollte. Oder Rohrreiniger. Bestimmt. Genau. Auf jeden Fall hatten sie dann irgendwann die Lauge auf sich drauf, warum auch immer. Und der Graf war begeistert von diesem Backwerk. Und ja, so entstand die schwäbische Laugenbrezel, die wir heute noch für täglich essen. Das ist die Sage zur Laugenbrezel. Und weil es die Laugenbrezel natürlich im Schwäbischen schon lange und sehr präsent gibt, gibt es dazu auch noch ein Gedicht. Ja, das ist von unserem alten Bürgermeister, ehemaliger Bürgermeister Manfred Rommel, der bekannt war für seine Gedichte. Der hat viele so kleine Gedichtbändle, Büchle gibt es da zum Kaufen, geschrieben. Ja, und immer mit viel Humor dabei. Und eins davon hat er eben von der Brezel gehandelt. Und das trage ich jetzt vor. Veröffentlicht hat er das 2001 in den Stuttgarter Nachrichten. Der Schwabenklugheit ist kein Rätsel, die Lösung heißt die Laugenbrezel. Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft, mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel den Verstand vom größten Dackel. Und wer sich jetzt gut auskennt in Bad Urach, der weiß auch, wo man dieses Gedicht lesen kann. Und der das findet, der darf den Reingange und sich ein Brezel abholen. Und auch selber bezahlen.
Tja, so kann man es machen. Das war unsere Podcast-Episode zum Thema schwäbische Laugenpresse. Jens, hast du noch was hinzuzufügen? Wir haben ja jetzt von Laugestange, Laugebrötchen und Laugebrätzle gesprochen. Kennt ihr auch den Ulmer Laugespatz? Wir kennen den Ulmer Spatz. Und der Laugespatz, der ist dann wieder in Rohrreiner gefallen, oder was ist mit dem passiert? Das wäre viel. Oh. Ja, da bin ich auch mal durch Zufall drauf gestoßen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann. Ich habe vorher mal kurz versucht zu recherchieren, ob das irgendwas Offizielles ist. So schnell habe ich jetzt nichts gefunden, so à la Wikipedia-Artikel oder so. Aber es gibt viele, viele Leute, die das schon gebacken haben. Und zwar kann man sich vorstellen wie so ein Laugenknoten. Laugenknoten kennt man ja so. Ja, das ist so Mischung aus Brötchen und misslungener Brezel, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt auch ein langer Strang, den man einmal halt verknotet und dann auseinanderzieht. Und bei diesem Laugenknoten hat man ja auch zwei Enden. Eins guckt, wenn man so flach hinlegt, eher nach unten seitlich raus und andere Ende nach oben. Und wenn man jetzt in diesem nach oben zeigenden Ende einen waagrechten Schnitt macht mit der Schere und in dem nach unten zeigenden Ende einen senkrechten Schnitt und backt es, dann sieht es aus wie so ein Spatz, wie so ein Vogel, der Schnabel aufsperrt, ja, und hinter so ein richtiger Spatzenschwanz hat. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich erhofft, dass wenn ich nach Ulmer Laugespatz suche, dass ich dann irgendwie sowas finde, à la, das ist das typische Gebäck in Ulm. Bin jetzt auf die Schnelle nicht drauf gestoßen. Aber ja, wer da mal Lust hat, kann ja sich gern mal dran machen, da mal ein bisschen was drüber zu recherchieren. Ich fände es auf jeden Fall interessant. Und umso leckerer, weil da passt auch wieder brutal viel Butter drauf. Vielleicht ist das ja auch einfach nur so entstanden, dass ja die Ulmer quasi alles in Form von Spatzen machen. Ja, weil klar. Der Spatz ja ihr kluges Stadttier ist, was sie gelehrt hat, wie man einen Holzpfosten durch das Stadttor bringt. Ja, die hätte halt so eine vorher mal eine Laugebrezel essen, so wie es der Manfred Rommel beschrieben hat, dass das die Weisheit mit der Fackel bringt und den größten Dackelverstand gibt. Tja, die Ulmer hatten halt keine Brezel, sondern den Spatz. War das Wort zum Schluss zum Ulmer Spatz? Ich würde sagen. Gut, jetzt haben wir auch jeden Unterricht durch. Kunstunterricht haben wir, Deutschunterricht mit dem Gedicht, Mathe, Chemie und Hauswirtschaftslehre. Gut. Super. Rundumschlag mit dem Heimatverliebt-Podcast. So muss es sein. Eine Art Homeschooling. Hör mal auf, Gott sei Dank hat es aufgehört. Das Unwort der letzten 2 Jahre. Oh ja. Was machen wir denn als nächstes, so als kleinen Ausblick in ein paar Wochen? Über welches leckere Rezept sollen wir denn als nächstes philosophieren? Gut, wenn wir jetzt bei Brotreste und so waren, fällt mir natürlich Ofenschlupfer ganz spontan ein. Wobei die Zeit natürlich eher so im Winter angesiedelt ist. Also so richtig schön, was warmes Süßspeisegericht. Aber immer im Sommer könnte man so zum Beispiel auch immer Omnia-Ofen oder so machen. Falls jetzt jemand so ein Ding besitzt und gern campen geht und das immer dabei hat. Und wenn es mal ein bisschen kälter ist im Wohnmobil, dann macht man statt die Heizung an, macht man die Omnia an und isst so ein schöner Ofenschlupfer aus dem Omnia. Ha, ja. Gut, dann machen wir das als nächstes und hoffen trotzdem auf einen schönen warmen Sommer. Ja, genau. Oh ja, das ist Grundvoraussetzung. Gut, dann sagen wir vielen Dank für das Rezept und all die Einblicke, all den Unterricht drumherum und all das Wissen, was du mit uns geteilt hast, und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao.